Halleluja. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Und ich freue mich, dass er in unserer Mitte ist. Und ich freue mich, dass du da bist. Halleluja. Weil da, wo die Heiligen zusammenkommen, da ist die Kraft Gottes. Da ist die Gegenwart, da sind die Antworten Gottes. Und heute erwarten wir Großes von dem Herrn. Kannst du mir, Maria, geben, den Schalter da? Auf meinen Sitz, Maria, auf meinen Sitz. Danke. Ja, Elektronik muss man erst einschalten. Ja. Dabei. Okay. Ich freue mich, dass wir heute können ein Thema einsteigen, das tief in meinem Herzen liegt. Ich habe es mit drei Worten genannt: Macht, Kraft, Autorität. Es lag tief in meinem Herzen, um zu verstehen, wie unser Vater im Himmel in unserem Leben wirkt. Wie er wirkt in uns, durch uns und überhaupt. Gott hat seine Macht im Laufe der Geschichte demonstriert. Von der Teilung des Roten Meeres bis zur Heilung der Kranken und der Auferweckung der Toten. Auch Jesus, der Wasser in Wein verwandelte, über die Wiederherstellung des Augenlichts von Blinden bis zur Auferweckung der Toten. Die Macht Gottes steht auch hinter all seinen Verheißungen, egal was er verspricht. Gott ist der Schöpfer des Universums und alles drin. Er ist allmächtig und souverän. Er hat alles unter Kontrolle. Was passiert? Er ist ein Gott der Macht und Autorität, und seine Macht ist in allem, was er tut, offensichtlich. Und dieser Vater, der Allmächtige, der so viel vollbracht hat, lebt in dir. Und so wollen wir jetzt zur ersten Bibelstelle kommen, in Matthäus 28. Kapitel, im 18. Vers lesen wir. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben die Macht im Himmel und auf Erden. Da hat Jesus eine Offenbarung gebracht, als er auf dieser Erde war, und hat gesagt, nicht nur in der geistlichen Welt, sondern auch in der physischen Welt hat er bekommen die Macht. Er ist der, der da regiert. Er ist der, der das Sagen hat, mir ist gegeben. Er hatte sie nicht, als er kam auf diese Erde, sondern ihm wurde sie gegeben. So funktioniert das Reich Gottes. Meine Brüder und Schwestern auf dieser Erde, wir als Menschen bekommen durch die Gnade alles, was notwendig ist, damit wir ausleben können, das, was Gott will, dass wir ausleben. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben die Macht. Auch wir auf dieser Erde bekommen Geschenke Gottes, damit wir können leben als Heilige, als Gerechte, als Überwinder, als die, wo Macht haben, um das Werk Gottes zu vollbringen.
dieser Jesus ist in deinem Herzen. Er ist da nicht nur, um zu auszuruhen, sondern er ist in deinem Herzen, damit du auf dieser Erde durch die Geschenke Gottes, wo du bekommen hast und noch bekommen wirst, kannst den Sieg Christi zeigen. Er ist der Herr. Gelobet sei der Name des Herrn. In 2. Timotheus 1. Kapitel 9. Vers lesen wir. Er hat uns ja errettet. Halleluja. Wer von euch freut sich, dass er errettet ist? Wunderbar. Und das soll immer in unser Leben bleiben. Er hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Gelobet sei der Name des Herrn. Er hat dich berufen. Du bist ein Berufener des Herrn. Und er hat dir gegeben eine bestimmte Stellung. Du bist der Heilige des Herrn. Halleluja. Halleluja. Können wir alle sagen, ich bin ein Heiliger des Herrn. Und jetzt mit Freude. Ich bin ein Heiliger des Herrn. Halleluja. Und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewige Zeiten gegeben wurde. Halleluja. Wo du noch warst in den Sünden, wo du noch schwach warst, hat er dir diese Gnade gegeben. Er hat dich berufen. Es ist vollbracht. Halleluja. Du bist berufen. Dir ist gegeben alles, was notwendig ist. Nicht, meine Brüder und Schwestern, weil du jung bist oder schön oder Frau oder Mann. Nein, sondern er hat es gemacht, weil er für dich sein Leben gegeben hat aus Liebe. Er liebt dich. Und im 10. Vers lesen wir, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Herrn, Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Halleluja! Es ist vollbracht, weil er ist erschienen auf dieser Erde. Der Plan Gottes hat sich erfüllt, weil er gekommen ist auf dieser Erde. Und er wollte, dass alle die, wo an ihm glauben sollen, auf dieser Erde ein Leben und Überfluss haben. Dadurch kann das Reich Gottes verherrlicht werden, weil Jesus Christus hat das, baut das Reich Gottes. Halleluja. Und was hat er gemacht? Er hat dem Tod die Macht genommen. Kannst du das erfassen? Die Leute auf dieser Erde stehen unter der Macht des Todes. Aber für die, meine Brüder und Schwestern, die da glauben an Christus Jesus, hat Jesus die Macht des Todes weggeblasen. Halleluja! Du kannst dich ruhig freuen. Der Tod existiert für dich nicht, weil Jesus die Macht weggenommen hat von ihm. Er hat ihn entmachtet. Auch wenn der Tod heute in die Augen von Glaubenden an Christus schaut, sollten wir in dieser Überzeugung des Wortes bleiben, weil das Wort hat immer recht. Er ist entmachtet. Er ist entmachtet und wir können Leben und Überfluss auf dieser Erde haben. Halleluja. Du bist hineingeführt
durch den Heiligen Geist in das Leben. In das Leben. Nicht die Krankheit, nicht der Tod, nicht die Sünde, sondern das Leben ist in dir und du bist in das Leben reingeführt. Gelobet sei der Name Jesu und alle sagen Amen. Halleluja. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er diesen Dienst schon ausgeführt, indem dass er den Namen des Vaters verherrlicht hat. Und wir lesen in Lukas 9. Kapitel, 1. Vers, und da steht geschrieben, er rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheit. Was sehen wir hier? Wir sehen hier dasselbe, was auch wir heute erleben als Kinder Gottes. Er hat 12 Jünger zusammengerufen und auf einmal geht dieses neutestamentliche Prinzip, was gilt für alle, in Erfüllung. Er gibt ihnen Macht. Er gibt ihnen Kraft. Er gibt ihnen Vollmacht. Nur dann, wenn wir etwas haben, können wir etwas machen. Nur der, wo hat, der kann geben. Und wer nichts hat, der kann nur nichts geben. Und darum hat sich dieses Prinzip auch hier schon offenbart von Jesus. Er gab ihnen. Es war unsichtbar. Sie haben das nicht gesehen. Aber er gab ihnen Kraft und er gab ihnen Vollmacht. Etwas ist geschehen in der geistlichen Welt, damit sie als Apostel auf dieser Erde auf einmal neue Fähigkeiten bekommen haben und konnten dienen. So ist das bei mir, so ist es bei dir. Gelobet sei der Name des Herrn. Während wir dienen den Herrn, gibt er uns Kraft. Während wir dienen den Herrn, gibt er uns Macht. Halleluja. Und Jesaja 40. Kapitel, 31. Vers, das tut mich inspirieren sehr stark, da steht geschrieben, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, Halleluja, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, Halleluja. Kannst du dir vorstellen, dass du auch Adlerflügel hast? Lebe in diesem Glauben, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Halleluja. Und in 29,4 steht geschrieben, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Er gibt Kraft und Stärke. Und du bist da gemeint. Kannst du so sehen, deinen Heiligen Geist, wie er dich füllt und gibt Kraft. Diese Vision zu haben im täglichen Leben ist notwendig. Sehen mit den Augen des Herzens, wie während des Tages der Heilige Geist dir gibt Kraft, stärkt dich, dass du wieder aufatmen kannst, dass du wieder auffliegen kannst. Wir als Kinder Gottes wandern in Glauben und nicht in Schauen. Und darum dieses Schauen ist notwendig, dass wir mit geistlichen Augen anschauen, das, was er uns gibt jeden Tag. So, und dann der zweite Vers in Lukas 9. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus, nachdem er sie ausgerüstet hat.
Es gibt keine Aufgabe von dem Herrn, bis wir nicht die Fähigkeiten bekommen. Amen. Halleluja. Amen. Wir bekommen Aufträge Gottes auf dieser Erde. Aber bevor der Auftrag kommt, rüstet er uns aus. Wir bekommen. Wir sollten es in Glauben nehmen und sagen, ich habe es. Egal, welche Aufgabe du hast bekommen. Meine Brüder und Schwestern, durch den Glauben nehmen wir das, durch den Glauben haben wir das und durch den Glauben leben wir das aus auf dieser Erde. Halleluja! Lobe sei der Name des Herrn. In Lukas 10. Kapitel 19. Vers lesen wir. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Wer glaubt, dass Jesus immer recht hat? Schaut mal, was hat Jesus ausgesprochen für die Jünger damals, aber das ausgesprochene Wort hat Kraft auch heute. Es gilt auch heute. Denn Jesus hat gesagt, Worte, die er ausspricht, sind Geist und Leben. Und er hat gesagt, ich habe euch Macht gegeben, Kind Gottes. Er hat dir Macht gegeben, Kind Gottes. Empfange das heute Abend. Er hat dir Macht gegeben, es gehört dir. Und darum in Jesu Namen trete auf Schlangen und Skorpione. Hab keine Angst von dieser Tierwelt, sondern trete auf sie, denn uns ist Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Amen. Uns ist Macht gegeben durch das Wort Jesu. Empfange das heute, nimm das heute auf. Dein Leben wird verändert, wenn du wirst wissen, was ist in dir, wer wirkt in dir, was ist dir gegeben, wo du kannst auf dieser Erde durch das ausgesprochene Wort treten auf die ganze Macht der Finsternis. Sie muss wissen, mit wem sie es zu tun hat. Sie hat es zu tun mit Christus, der in dir lebt. Und darum sprech Worte des Sieges aus. Sprech Worte des Sieges aus und trete in deinem Geiste auf diese ganze Skorpione und auf alle diese Tierwelt, die dich schaden will. Weil das ist der Wille deines liebenden Vaters. Er hat Jesus gesandt. Jesus hat bezahlt den Preis. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht für dein persönliches Leben. Auch wenn diese Macht der Finsternis will dir Beweise schenken und zusagen und drücken, dass mit dir geht es nicht mehr weiter. Erhebe deinen Kopf, erhebe dich in Glauben und sag, es wird gehen und ich werde weiter als Sieger leben, weil ich habe das bekommen, die Macht Gottes. Halleluja! Halleluja! Es ist uns gegeben. Und diese Worte möchte ich lesen aus Apostelgeschichte, 1. Kapitel, 8. Vers, da steht geschrieben, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Halleluja. Ein Wort, das zugesagt wurde, wenn ihr werdet empfangen den Heiligen Geist. Wer von euch hat den Heiligen Geist? Halleluja. Und da ist die Zusage, ihr werdet die Kraft empfangen mit dem Heiligen Geist. Wir haben die Kraft empfangen. Amen. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Amen.
Es ist uns gegeben, darum erhebe dich in deinen Glauben. Danke den Vater, dass die Kraft Gottes in dir ist, damit du auf dieser Erde kannst ein Zeuge sein. Und Zeuge ist verbunden mit Gehen. Zeuge ist verbunden mit Reden. Zeuge ist verbunden mit Wunder vollbringen. Kraft Gottes weitergeben. Das ist Zeuge. Und darum möchte ich dich ermutigen, du hast die Ausrüstung bekommen. Wende sie bitte an. Du hast die Macht bekommen. Wende sie bitte an. Du hast bekommen, weil Heiliger Geist in dir ist, leitet und lehrt dich. Gelobet sei der Name Jesu. In Kolosser 2. Kapitel 9. Vers lesen wir. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Hier sagt Apostel Paulus oder gibt uns die Offenbarung und sagt, Christus ist der, der die ganze Fülle Gottes hat. Er hat das Wesen Gottes in sich. Denn das Wesen Gottes lebt in den auferstandenen Christus. Und jetzt sagt das Wort Gottes mir und dir oder diese Offenbarung zeigt mir und dir und ihr habt an dieser Fülle teil. Halleluja. Man kann tatsächlich auf dieser Erde ein Millionär sein und nicht wissen, dass man ein Millionär ist. Es gibt sowas. Es gibt viele Christen auf dieser Erde, die die Fülle oder Teil an der Fülle haben und wissen es nicht, dass sie Teil haben an der Fülle. Wenn wir mit unseren Herzen empfangen, dass wir haben Teil, nicht mit dem Verstand. Mit dem Verstand ist es sehr vergesslich, weil bei ersten Problemen vergessen wir alles. Aber wenn wir mit unseren Herzen es empfangen, dass wir haben Teil an dieser Fülle, dann ist unser Leben ganz anders. Dann stehen wir morgens auf und sagen, willkommen, Heiliger Geist. Dann stehen wir morgens auf und sagen, ich freue mich, Jesus Christus regiert. Und er regiert durch mich, weil er in mir lebt. Halleluja. Und so lese ich den Vers 10 noch einmal, damit es in deinem Herzen bleibt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Wer von euch ist überzeugt, dass Christus in ihm ist? Amen. Halleluja. Weil ihr mit ihm verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Viele haben Macht, viele haben Gewalt. Sei es der Engel, die Kräfte, egal wie genannt werden. Aber da gibt es jemanden, der über alles regiert. Und das ist Christus. Jesus Christus, der in dir lebt. Und er lebt in dir nicht wie der, wo kraftlos ist und dich verlassen hat. Er lebt in dir als der, wo Macht und Kraft hat und ist ein Oberhaupt über alle Mächte. Amen. Gelobet sei der Name Jesu. Und darum möchte ich dich ermutigen,
mit diesem Christus Gemeinschaft immer haben. Egal wo du bist. Bist du in Toilette oder bist du am Aufwachen? Bist du am Gehen oder sitzt du im Auto? Hab immer Gemeinschaft mit deinem Christus, weil er ist deine Weisheit. Er ist deine Gerechtigkeit. Er ist der, der dich liebt. Du bist gesichert durch ihn. Halleluja. Aber wir gehen weiter. Johannes, 1. Kapitel 16. Vers steht geschrieben: Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Ich denke, dass jeder ist überzeugt, wir brauchen alle Gnade um Gnade. Bei all den Fehlern, wo bei den Babys geschehen und Kleinkinder geschehen und Jugendlichen geschehen, das meine ich alles geistlich. Bei all den Fehlern, wo zustande kommen, brauchen wir Gnade auf Gnade. Amen. Vergebung, so oft. Und das alles bekommen wir, weil wir aus seiner Fülle haben es schon bekommen. Halleluja. Wer freut sich, dass er hat Gnade auf Gnade? Wunderbar. Warum? Weil, meine Brüder und Schwestern, das ist etwas Lebendiges. Das ist nicht nur, was geschrieben steht in Worte, sondern es ist etwas Lebendiges, das sich offenbart. Gnade auf Gnade, jeden Tag, Gnade auf Gnade, jeden Tag, damit wir auf dieser Erde erfolgreich können sein, wachsen, reif werden und überwinden alles. Gelobet sei der Name des Herrn. Halleluja. Johannes 1. Kapitel 12. Vers steht geschrieben: Wie viele ihm aber aufnahmen, denen gab er Macht. Wer von euch hat Jesus aufgenommen? Darf ich mal die Hände sehen? Okay, da sind weniger hier, sehr wenig. Stell die Frage noch einmal: Wer von euch hat Jesus Christus ins Herz aufgenommen? Halleluja, Vermehrung, Halleluja. Und so lesen wir: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht. Nicht wird er Macht geben, sondern gab er Macht. Und dann Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Er gab denen, die ihm aufnahmen, Macht, Gottes Kinder zu sein. Meine Brüder und Schwestern, wenn Kinder Gottes nur Namen ist Kinder Gottes und dahinter nichts steckt, dann lohnt sich nicht, Macht zu geben. Aber wenn tatsächlich hinter den Namen Kinder Gottes Macht Gottes steht, dann lohnt sich das alles. Und darum möchte ich dich ermutigen, in dieser Macht, die du bekommen hast, als Kind Gottes zu leben. Trete auf als Kind Gottes, wenn die Skorpione kommen. Trete auf als Kind Gottes, wenn die Schlangen kommen. Trete auf als Kind Gottes, wenn die Macht der Finsternis will dir beweisen, dass du ein elender Wurm auf dieser Erde bist. Trete auf, weil uns ist gegeben, die Macht Kinder Gottes zu sein. Und in dieser Macht können wir leben und ein Ausleben und zeigen, dass Jesus Christus regiert. Amen. Halleluja. Gelobet sei der Name des Herrn. Und jetzt möchte ich eine Zusage des neuen Bundes, des Neuen Testaments an uns weitergeben. Eine Schriftstelle, die mich immer wieder neu inspiriert. Römer 5. Kapitel 17. Vers. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, die welche die Fülle der Gnade
und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen in Leben durch den einen, Jesus Christus. Und jetzt möchte ich, dass du in diesen Glauben hineingehst, dass du hast die Gnade empfangen. Ohne Gnade kannst du nicht glauben. Du hast diese Gnade empfangen und du hast die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, weil Jesus Christus ist die Gerechtigkeit, meine Gerechtigkeit, deine Gerechtigkeit. Und jetzt, wenn wir die Gnade, die Fülle der Gnade empfangen haben und die Gabe der Gerechtigkeit, dann kommt eine Stellung zustande in Christus Jesus für uns alle und nämlich herrschen in Leben durch einen, herrschen in Leben durch Jesus Christus. Amen. Mit anderen Worten, zeigen auf, in der physischen Welt, Jesus Christus regiert. Amen. Zeigen in der physischen Welt, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus heilt. Jesus Christus befreit. Amen. Und das geschieht, wenn die, wo empfangen haben, die Gnade, die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit auf dieser Erde ausleben das und zeigen, dass Jesus Christus ist der Befreier. Gelobet sei der Name Jesu. Amen. Halleluja. Und jetzt voller Freude. Amen. Halleluja. Wunderbar. Halleluja. Jesus lebte aus dieser Herrschaft und gab uns ein Beispiel oder mehrere Beispiele. Und ich möchte jetzt lesen aus Markus 4. Kapitel 39. Vers und da steht geschrieben. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es war eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und so fürchteten sie sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Hier zeigt uns das Wort Gottes, wie Christus geherrscht hat auf dieser Erde, dass ihm Wind und Meer gehorsam waren. Wir wissen aus dem Wort Gottes, wir wissen, dass bestimmte Engel Gottes stehen hinter Gewitter, bestimmte Engel Gottes stehen hinter dem Wind, bestimmte Engel Gottes stehen über die Wirkung im Meer. Interessant, dass hier Jesus sagt nicht: Teufel, hör auf. Er benutzt nicht das Wort, das dahinter steht, der Teufel, der das verursacht hat. Nein, er macht seinen Mund auf und spricht jetzt zu den Mächten, die dahinter stehen: Sei still. Die Mächte haben ausgeführt ihre Arbeit, weil sie dazu da sind. Aber es war jetzt unpassend für den Apostel und für Christus. Weil diese Mächte haben ausgebreitet ihre Kraft und das hat hervorgerufen Angst. Sehr oft in unserem Leben bestimmte Mächte wirken und führen ihre Arbeit aus. Aber wir bekommen Angst. Und so, als diese Angst sich ausgebreitet hat, steht Jesus auf und sagt zu diesen Mächten: Hör auf, hör auf. Er bedrohte den Wind: Schweig. Der Wind hat seine Arbeit ausgeführt, aber jetzt war es unpassend für die Apostel.
Von dem kann ich vieles lernen auf dieser Erde. Herrschaft auszuüben, man muss verstehen, mit wem man arbeitet. Man kann so schnell Fehler machen, denn Herrschaft auszuüben ist auch den Heiligen gegeben. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf dieser Erde lernen, das Wort, lernen, die Abläufe, mehr kennenlernen Jesus Christus. Und dann können wir richtig arbeiten mit unserem Glauben, damit auch die Mächte, die arbeitenden Mächte uns keinen Schaden anrichten. Ich habe einmal ein Video gesehen, wie ein Sturm, Hurrikan, auf eine Gemeinde kam. Sie waren alle zusammen und der Tod schaute ihnen ins Auge. Ich habe gesehen, wie sie alle ihre Hände erhoben haben und in Zungen gebetet haben und befohlen haben, dass die Macht soll zurücktreten. Und im Video konnte man sehen, wie kurz vor dem er dreht sich und geht in eine andere Richtung. Ausüben die Herrschaft ist den Kindern Gottes gegeben, wenn sie durch Christus das machen. Philipper 4. Kapitel 13. Vers. Eine Schriftstelle, die für uns Kinder Gottes sehr wichtig ist. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich vermag alles. Ich vermag alles durch Christus. Weil mir hat Christus Kraft gegeben, weil mir hat Christus Macht gegeben und ich kann ausleben die Siegesstellung auf dieser Erde. Gott offenbart sich nicht nur durch uns im täglichen Leben, sondern ich möchte jetzt noch letzte Minuten aus 1. Korinther lesen, wo Gott sich offenbart, auch in der Familie. In 1. Korinther 11. Kapitel 3. Vers lesen wir. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. So sehen wir, dass eine bestimmte Vollmacht, eine bestimmte Macht gegeben ist. Der Vater ist Haupt von Christus. Christus ist Haupt von Mann. Der Mann ist Haupt von Frau. Da wird gegeben oder verteilt eine Macht, die der Vater gibt den Sohn und der Sohn gibt den Mann und der Mann gibt der Frau. Und in 1. Korinther 7. Kapitel 14. Vers steht geschrieben: Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. So sehen wir hier, zeigt sich die Macht Gottes. Die Macht Gottes, dass Gott den Ungläubigen macht zu einem Heiligen. Warum ich das sage? Weil das Wort sagt, so werden eure Kinder unrein, aber sie sind heilig. Die Kinder sind heilig, der Mann durch die gläubige Frau wird auch geheiligt. Und darum ist es so wichtig zu sehen, dass Gott verleiht Macht. Gott verleiht Kraft. Er gibt uns alles. Und darum sind die Kräfte auch in der Familie tätig. Und ich möchte euch ermutigen, zu sehen Familien nach dem Neuen Testament. Amen.
Und nämlich in der Familie wirkt die Macht Gottes. Da ist das Haupt, der hat Macht. Und dieser Haupt verleiht Macht weiter. Er regiert, er gibt Weisheit, er gibt die Ordnung Gottes. Wir kommen zum Ende meiner Predigt. Die Zeit ist ausgelaufen und ich möchte euch ermutigen, heute eine Entscheidung treffen. Ich will leben in der Macht Gottes. Ich will leben als Heiliger auf dieser Erde. Ich will leben, geführt durch den Heiligen Geist. Triff heute diese Entscheidung, damit wir können zum Throne Gottes kommen und sagen, danke Vater, ich lebe durch dich. Du bist mein Leben. Wollen wir das so aussprechen? Ich bitte euch aufzustehen zu einem Dankgebet. Erhebe deine heilige Stimme. Aus den Heiligen kommt eine heilige Stimme. Erhebe deine heilige Stimme und wir wollen jetzt danken. Gelobet sei der Name des Herrn. Wir preisen dich, wir loben dich. Danke, dass du uns hineingeführt hast in den Sieg. Danke, dass du uns hineingeführt hast in das Reich Gottes. Danke, dass wir dürfen im Reiche Gottes leben und dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Und der ist unsere Kraft. Wir haben Kraft, wir haben Macht, wir haben das Wort, wir haben die Weisheit, wir haben die Gerechtigkeit. Du hast uns das alles geschenkt, damit wir auf dieser Erde leben und treten auf die Schlangen, auf die Skorpione, auf die ganze Macht der Finsternis, damit wir hier können ausleben den Willen Gottes, denn der Wille Gottes ist, damit Christus soll verherrlicht werden. Und wir als strahlende Freude, wir verherrlichen Christus, wir verherrlichen Christus, wir verherrlichen Christus in unserer Familie, wir verherrlichen Christus durch unseren Körper, wir verherrlichen, weil wir Licht sind. Gelobet sei der Name Jesu. Wir preisen dich, wir loben dich. Danke, dass wir dürfen im Sieg leben. Danke, dass wir dürfen als Befreite leben. Danke, dass wir dürfen als Gerechte wandern auf dieser Erde und Ordnung Gottes schaffen. Danke, danke, danke. Danke, dass du dich wirst auch weiter offenbaren in der Gemeinde durch die Heilige, dass du wirst dich weiter offenbaren. Der Strahle der Freude wird Gemeinde sein, die dir wohlgefällig ist. Gemeinde, die dich liebt über alles. Danke, dass du bist am Wirken. Von ganzem Herzen sagen wir, Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich. Jesus, du bist unser. Wir preisen dich, wir loben dich. Und die ganze Gemeinde sage Halleluja.